Kulturmensch. Denn viele aus Hagen kennen heute in Bochum auch, nämlich der Johannes Maria Schatz von Art Bad Fair. Eine immer wichtiger werdende Organisation, ein Zusammenschluss auch von Künstlern, die sich für die Sache einsetzt, um die es heute auch geht, Herr Schatz. Ja, und aus unserer Sicht um angemessene, faire Gagen und vor allen Dingen um gerechte Arbeitsbedingungen in dieser gesamten Arbeitswelt der darstellenden Künste und Musik. Sie haben im Moment ganz konkrete Beispiele, um die Sie kämpfen, die man im Internet nachlesen hat. Vielleicht gehen Sie mal drauf ein. Ja, uns beschäftigt im Grunde genommen seit 2013 ein Mensch, das ist der Herr Kuhn in Erl bei den Tiroler Festspielen. Art Bad Fair gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich. Hier haben wir es mit vehementen Vorwürfen, Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung. Der Herr Kuhn arbeitet hauptsächlich mit weißrussischen Musikern zusammen, die unterirdisch bezahlt werden. Wir haben es also hier mit Lohndumping zu tun, die auch immer wieder mal geprüft werden von den österreichischen Behörden. Die letzte Prüfung war scheinbar positiv. Nichtsdestotrotz bezahlt er im Grunde genommen Löhne, für die ein österreichischer Musiker oder ein deutscher Musiker nie nur ein Instrument in die Hand nehmen würde. Hier versuchen wir, die Künstler, die betroffen sind, zu unterstützen, zu informieren, was für Rechte haben sie. Ein anderes Beispiel ist Cottbus, wo im Grunde genommen das gesamte Orchester und der gesamte Chor schon über Jahre hinweg unter einem Nachtdiktat gelitten haben, ihres Generalmusikdirektors, dem Herrn Evans. Und tragischerweise wusste der Intendant davon und ist aber nicht eingeschritten. Aufgrund dessen ist er jetzt zurückgetreten. Der Herr Evans hat sein Büro geräumt. Ob ihm gekündigt wird, das steht momentan noch in den Sternen. Aber Sie sehen, es ist in der gesamten Kulturwelt, in Deutschland, Schweiz, Österreich, haben wir es immer wieder mit Fällen des Machtmissbrauchs zu tun. Das liegt am System. Und deswegen versuchen wir eben auch, die Debatte hier genau anzupacken, sagen, wir versuchen nicht irgendwie da und da ein bisschen zu verändern, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das ganze System der Theaterwelt neu aufstellen können. Sie hatten gerade Österreich angesprochen. In Österreich sind Sie auch vertreten mit einer eigenen Organisation. Wo kam das Ganze her? Wer hat es gegründet? Meine Wenigkeit im Grunde genommen hat es gegründet 2013. Wobei ich bin da eher wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Meine Frau ist Musical-Darstellerin und deswegen habe ich natürlich immer wieder davon erfahren, welche Angebote sie bekommen hat. Und eben an diesem Februar 2013 hatte sie aus dem Dasta-Theater in Aachen damals ein Angebot bekommen für eine Spielzeit für sage und schreibe damals 1200 Euro brutto. Und es ließ bei mir so das Fass zum Überlaufen bringen und ich habe dann nichts ahnend eine Facebook-Seite gegründet, die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen, ohne eigentlich was damit zu bezwecken. Meine Wut musste in dem Moment nur raus und die ist dann halt innerhalb weniger Tage explodiert. Plötzlich haben die Künstler angefangen, über Geld zu reden. Das war bis dahin Tabu im Grunde genommen und haben ihre Gagen gepostet und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viele damals uns gemailt haben, gesagt haben, Gott sei Dank gibt es diese Seite, jetzt weiß ich endlich, dass es nicht an mir liegt als Künstlerin oder Künstler, sondern dass das ein systemisches Problem ist, ne? Dass andere genauso diese Dumpinggagen erhalten. Und aus dieser Facebook-Seite ist im Grunde genommen eine Bewegung erwachsen, die dann eben in die Vereinsgründung in Österreich, Schweiz und Deutschland führten. Es gibt leider noch kein europäisches Vereinsrecht, deswegen mussten wir drei unterschiedliche Vereine gründen, sonst hätten wir einen gegründet. Also jede Menge Arbeit für Sie, die Sie leisten, neben Ihrer eigentlichen Tätigkeit als Lehrer, wir können es nicht sagen, aber zusätzlich auch noch als Künstler. Sie schreiben noch, Sie entwickeln Musical und, also vielfach orientiert. Wenn Sie sagen, kommt auf unsere Seite, schaut rein, wer sollte das vor allen Dingen tun? Es sind nicht nur Künstler und Künstlerinnen, die da drauf schauen sollten, sondern es sollten auch ganz bewusst die Zuschauer mal schauen, unter welchen Arbeitsbedingungen ihre verehrten, auf der Bühne verehrten Künstler arbeiten müssen, zu welchen Gagen sie arbeiten müssen.
Ich bringe mir das Beispiel, also noch ist es oft so, dass wenn die Traviata zu Ende ist, die Zuschauer denken, die Violetta steigt in ihren Mercedes und fliegt dann auf die Finca nach Mallorca. In Wirklichkeit steigt sie aber aufs Fahrrad und fährt in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wenn die Zuschauer vermehrt da auch sozusagen Interesse finden und sich solidarisieren mit den Künstlerinnen und Künstlern, dann lässt sich da Bewegung schaffen und hoffentlich in Bälde auch faire Gagen verwirklichen und angemessene Arbeitsbedingungen. Sie werden heute, Sie sind selbst mit auf dem Programm heute, noch eine etwas größere Rede hier im Bochum auf dem Rathausplatz halten. Bis dahin, toi toi toi, danke, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Und weiter viel Glück fürs Engagement. Vielen Dank, Herr Leichert.